Hallo Römer, lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Rise of the Tomb Raider. Wir sind hier im Keller stehen geblieben. Okay, nein, es war genauso gruselig wie früher. Nur unser Schatten, den ich im letzten Part da gesehen hatte. Oh! Tiger! Erschreck mich doch nicht so! Er schiebt weiter. Hör auf. Kann ich aufhören? Ah, mit C. Okay. Okay, was haben wir hier? Alter. My Lord, ich hoffe, die Expedition verläuft erfolgreich und Sie sind wohlauf. Bevor ich Sie mit geschäftlichen Dingen langweile, sollten Sie wissen, dass unser kleiner Engel Unfug getrieben hat. Wie üblich habe ich mit ihr Schach gespielt. Im Verlauf des Spiels brachte sie das Gespräch auf ihre Mutter. Sie kann sich kaum mehr an sie erinnern und wollte ins Atelier ihrer Ladyschaft, das sie verschlossen haben, um das Klavier ihrer Mutter zu spielen. Sie wurde natürlich wütend, als sie nicht hinein durfte. Für jemand so Junges sind ihre Gefühle sehr stark. Später am Tag stellte sie mir eine Falle, ausgerechnet in der Kühlkammer. Bevor ich wusste, wie mir geschah, hatte sie mich eingesperrt. Mrs. Sheffield fand mich eine Stunde später zitternd und recht verärgert. Wir brauchten eine weitere Stunde, um Lara zu finden. Ich kenne natürlich all ihre Verstecke, aber diesmal wollte sie nicht gefunden werden. Ich merke, wenn sie verstimmt ist, vielleicht, weil ich sie schon so lange kenne. My Lord, wenn ich so frei sein darf, sie vermisst sie schrecklich. Ihr fehlt ihr Vater. Vielleicht könnten sie baldmöglichst anrufen. Okay. Mrs. Sheffield. Armer Winston. Ich weiß noch, wie wütend ich war. Er hatte immer so viel Geduld mit mir. König nach D1. Diesmal gewinne ich Winston. Kluges Mädchen. Aber inzwischen müssten Sie wissen, dass Gewinnen nicht alles ist. Dame nach C6. Schach. Du hast leicht reden. Du gewinnst immer. Springer schlägt Dame. Was ich damit sagen will, genießen Sie die Reise, Lara. Stürmen Sie nicht zum Sieg. Läufer nach D7. Ich weiß, Winston. Ich will nur... Oh nein, das habe ich übersehen. Sie müssten wissen, dass auf diesem Brett nicht mit mir zu spaßen ist, junge Dame. Schachmatt. Ich gewinne schon noch. Irgendwann. So, was wollte ich sagen? Mrs. Sheffield, das ist, Brechstange brauchen, okay. Kennt ihr noch die Serie... Oh, wie hieß sie? Die Nanny? Die Nanny, glaube ich, mit Fran Drescher. Da war auch Darauf Mrs. Sheffield drin. Ich habe mit unserem alten Butler Winston Schach gespielt. Ich habe nie gewonnen. Irgendwo Informationen versteckt? Nein. Ich habe immer weiß gewählt. Doch. Ob ich mal gewonnen hätte, wenn er angefangen hätte? Weiß man nicht. Weiß man nicht. Ha. Okay, wir brauchen die Brechstange. Ich stehe am Scheideweg. Gott, was für ein Klischee. Aber es ist wahr. Zwei Wege, beide Kompromiss wie auch Freude. Ein Leben mit Richard, Abenteuer, geistige Herausforderung, vielleicht eine Familie. Doch auch ein Mann, besessen von etwas, das ich nicht verstehe. Und ein Leben voller Verpflichtungen. Den Namen de Mornay aufrechterhalten, unsere Traditionen. Nicht die Familie zu verlieren, die mich großgezogen hat. Was für eine gemeine Wahl. Ich will sie nicht verlieren. Aber ich liebe das Leben, das ich mit Richard begonnen habe. Auch er ist nicht perfekt, aber damit kann ich leben. Wird das genug sein? Ja, wird es. So, ich hoffe, es laggt nicht zu sehr. Ich habe das Gefühl, es laggt ein bisschen, vor allem meine Cam ein bisschen so. Ich hoffe, wie gesagt, nicht zu sehr. Im Hintergrund,
muss ich das mal wegziehen wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Im Hintergrund lade ich nämlich noch etwas runter. Moment. Alles ist so gut wie fertig für Fräulein Laras Geburtstagsüberraschungsexpedition. Es war nicht einfach, die Sache zu organisieren und geheim zu halten. Sie ist besessen von Ägypten und lernt Hieroglyphen und alte ägyptische Bezirke. Sie wird sich so über Lord Crofts Idee freuen. Das wird ihr gut tun. Sie ist in letzter Zeit sehr aufmüpfig, aber sie sucht nur die Aufmerksamkeit ihres Vaters. Er vergräbt sich in seiner Arbeit. Bei dieser Gelegenheit können die beiden wieder zueinander finden. Und ich glaube, er braucht das ebenso sehr wie sie. Und zwar, dadurch durch mein neues Internet und so streame ich ja fast täglich. Oder versuche ich jedenfalls. Okay, Moment, ich muss es beenden. Und ich brauche halt die Playlist, die Musik-Playlist. Und die downloade ich ja im Hintergrund, aber das zieht so viel Leistung, warum auch immer. Deswegen habe es mal endlich beendet. Damit wir hier in Ruhe das Spiel genießen können. Downloaden kann ich das doch noch nach der Aufnahme. Ich glaube, also ich streame ja momentan hauptsächlich League of Legends. Aber ich glaube, demnächst hole ich mir erstmal Resident Evil 7. Nee, Zero. Dad hat guten Wein geliebt. Ich rieche noch sein Lieblingsbordeaux. Noch irgendwo was? Nein, okay. Und stream ein bisschen Resident Evil Zero. Da habe ich nämlich richtig Bock drauf irgendwie. Dad, muss ich sagen. Das ist er. Der Keller der Verzweiflung. Ja, Lara, sei mutig. Dies ist der einzige Weg zur Bibliothek des grenzenlosen Wissens. Davon! Siehst du die Schnur? Ein alter ägyptischer Stolperdraht. Die Hüter des Wissens wollen ihre Schätze bewahren. Vorsichtig jetzt. Lass mich vor. Ich kann alle Fallen aufspüren. Und wie du das kannst, mein Schatz. Geh vor. Alter. Ist ja schon ganz geil, ne? Ich hab nämlich richtig Bock auf so ein atmosphärisches Spiel, aber richtig schön atmosphärisch im Stream spielen am besten. Deswegen wird es, glaube ich, bald ein Resident Evil Zero Stream geben. Ich glaube, ich werde den dann noch morgen nochmal ankündigen. Ich weiß es noch nicht. Oh. Eine von Winstons Seilfallen für meine Geburtstagsexpedition. Okay. Was das hier noch ist, Alter. Wasserschäden von der Haupthalle hier drüber. Oh, es ist gerade geil, ey. Oh, es ist gerade geil. Ohne Witz. Oh, mein Stoffbär. Was wäre ein Grab schon ohne eine Mumie? Süß. Niedlich. Todesniedlich. Okay, von hier komme ich. Okay, alles klar. Oh Mann. Ich versuche gerade so wenig zu reden wie möglich, weil die Atmosphäre einfach echt geil ist. Sie ist echt geil. Okay. Ah, hier komme ich zu dieser Figur. Schön. Hey! Diese Anubis-Büste stammt aus Dads Ägypten-Sammlung. Er muss sie für unsere kleine Expedition in den Keller gestellt haben. Ja, wahrscheinlich. Ist nichts mehr. Ha. Huh. Können wir immer noch nicht aufmachen, ne? Ne, brauchen immer noch die Brechstange. Die wir nicht haben. Dass wir auch nirgends finden konnten. Dead Booty. Okay. Ah.
Pläne, das Anwesen ans Stromnetz anzuschließen. Dad sagte immer, Oma hätte grelles Licht gehasst. Oh. Hier fehlt eine Seite. Okay, da fehlt wirklich eine Seite. Amelia ist fort. Sie hat gepackt und ist gegangen. Und ich habe es nicht einmal bemerkt. Wie damals in der Bibliothek von Oxford, bevor wir uns trafen. Vertieft in ein Buch, gefangen in meiner eigenen Welt. Ich bin ein Narr. Zu lange schon herrscht meine Obsession vom Ritual des langen Lebens über meinen gesunden Menschenverstand. Und vielleicht ist es zu spät. Wieso habe ich es nicht kommen sehen? Wieder und wieder mache ich diesen Fehler. Ich stelle meine Forschung über mein Privatleben. Aber es hat noch nie so wehgetan. Ich kann nicht ohne sie leben. Wenn ich diese verfluchte Suche aufgeben muss, die mich schon so lange quält, dann bitte. Ich laufe ihr nach. Sofort. Noch heute. Alter. Der liebt sie richtig. Aber auch richtig. Okay. Das Hauptbuch muss hier irgendwo sein. Hoffentlich mit der Kombination für den Safe. Alter. Krasser Scheiß. Oh. Ich habe eine kleine Karte für Laras Geburtstagsexpedition gemacht. Mit der Geheimtinte, die Emilia mir damals in Marokko gekauft hat. Ich weiß noch, wie sauer ich auf diesen aggressiven Straßenhändler war. Aber sie hat nur ihr strahlendes Lächeln gelächelt und ihn einfach bezahlt. Ich hielt es für eine Touristenabzocke, aber es funktioniert. Man braucht eine bestimmte Pergamentart und eine Wärmequelle, um die Tinte nach dem Trocknen sichtbar zu machen. Das wird eine nette kleine Herausforderung für Lara. Merkt es euch, Leute, nicht jedes Papier, das leer ist, ist nur ein leeres Stück Papier. Ich brauche was zum Anzünden. Wir brauchen ein Feuerzeug. Hier irgendwas, da könnte ich hoch, ne? Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Wieso kann ich hier nicht hoch? Geh doch hoch. Ah, doch, kann ich. Okay, ich muss Leertaste drücken, einfach nur. Ich will erstmal mich komplett hier unten umgucken. Jetzt erinnere ich mich. Jeder Bezirk im alten Ägypten hatte ein Symbol und eine Zahl. Ich fand die Symbole schon immer schöner als die Zahlenhieroglyphen. Nichts mehr? Okay. So, mal sehen. Diese beiden Mythen verweisen auf das gleiche Quellenmaterial. Aber wo habe ich das Bild gesehen? Dad, ich glaube, hier ist es. Im Kapitel über die Bezirke Ägyptens. Tja, ja, ich glaube, du hast recht, Lara. Ich erinnere mich an die Seite. Mit dem Bild von Ra. Meine Güte, du hast wirklich aufgepasst, was? Das könnte ein bedeutender Durchbruch sein. Heißt das, ich bin deine Forschungsassistentin? Das und noch mehr, mein Schatz. Ich erinnere mich. Es waren schöne Zeiten. Die besten. Oh. Es war eins meiner Lieblingsbücher hier. Ich habe die Hieroglyphen immer nachgemalt. Okay. Was hängt? Da hängt noch eine Seite drin. Mira, nimm doch die Seite da raus, die da so raushing. Das war so offensichtlich. Irgendwie. Ich habe das Gefühl, dass da vorne ist das Testament oder so. Nee, es ist im Safe wahrscheinlich. Ach, okay. Ich habe das Kloster erreicht. Wie Roth gesagt hat, es war tief im Himalaya versteckt. Und jetzt, wo ich auf diesen hohen Steinmauern stehe, bin ich überwältigt von der Schönheit der Berge um mich herum. Es ist atemberaubend. Nicht nur ihre Erhabenheit, sondern auch die Wahrheit, die dieser Ort birgt. Die Mönche hießen mich willkommen, schienen mich sogar erwartet zu haben. Sie müssen gewusst haben, dass eines Tages jemand wie ich hier nach Antworten suchen würde. Ich weiß, dies ist der Ort. Sie haben das Ritual schon früher vollzogen. Die Beweise sind eindeutig. Die typischen Symbole in den Böden. Die Gemälde an den Wänden der inneren Kammer. Sie haben das Elixier schon einmal zubereitet. Und werden es wieder, wenn ich sie überzeugen kann. Ich habe Emilia sofort benachrichtigt. Bei dieser Entdeckung will ich sie an meiner Seite. Okay. Bert hat ein Elixier gesucht. Das Elixier des Lebens? Ich denke schon. Einer von Winstons Zetteln. Er hat immer Süßes für mich versteckt.
Was steht da? Lara. Giotto Cakes? Next to William Blake. Jatta, Jetta, Jatta, Giotto? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht erkennen können, was da stand. Oh. Herrje, merk dir die Kombination, du alter Narr. Laras Expeditionsschatz, mein Lieblingsgemälde von Emilia, unser Hochzeitstag. Okay, diese Objekte muss ich finden, um die Safe-Kombination zu entschlüsseln. Hier ist noch was anderes. Ja, okay. Dads Feuerzeug, aber benutzt hat er es meines Wissens nie. Das Croft-Familienwappen und Initialen. BC, ob das meinem Großvater gehört hat? BC. Interessant. Und sie erinnern ihr, ja. Jetzt müsste ich den Kamin anzünden können. Machen wir. Nur was bringt das, den Kamin? Wärme! Alter Stuhl, erschreck mich nicht so. Das ist mein Werk. Oh. Ich habe immer so gerne Tiger gezeichnet. Ich habe hier viel Zeit verbracht, gelesen und von eigenen Abenteuern geträumt. Wegen dem Geheimstift, der Geheimtinte. Als Kind bin ich mal böse von diesem alten Ding gefallen. Ab und zu tut mir die Schulter immer noch weh. Das ist doof, Lara. Das ist echt doof. Oh. Ich habe immer akzeptiert, dass Richards recht unorthodoxe Forschungen etwas sind, mit dem ich leben muss. Aber diesmal hat mich der Nervenkitzel der Entdeckung gepackt. Ich hätte nie geahnt, dass mich das so fesseln könnte. Richard hat mir telegrafiert, er hat das Kloster gefunden. Das Symbol aus der Schriftrolle war der Schlüssel zu seinem Standort. Ich weiß nicht, ob ich wirklich glaube, dass das zu dem legendären Elixier des Lebens führen wird, aber ich spüre, dass dort ein großes Geheimnis auf uns wartet. Mein Bruder hat gedroht, der Expedition ein Ende zu machen, aber das habe ich ihm vorerst ausreden können. Jetzt fliege ich zu Richard. Ich würde Lara gern mitnehmen, aber sie ist noch zu klein. Bei Winston ist sie in guten Händen. Und wenn wir zurückkommen, sind ihre Eltern vielleicht berühmt. Dazu sagst du nichts, dein Ernst? Dann nicht. Ich hab gedacht, jetzt kommt irgendwas Cooles, was sie dazu sagt oder so. Oh nein. Oh! Ich kenne die Musik. Sie ist wunderschön. Oh. Sir Reginalds Helm ist runtergefallen. Oder habe ich ihn nicht richtig aufgesetzt? Er ist auf jeden Fall weg. Okay, hier können wir auch nichts mehr machen, okay. Hauptschlüssel. Wir brauchen einen Hauptschlüssel noch. Und eine Brechstange. Ah, okay. Wegschieben? Nee, wegziehen. Okay. Warum kam da gerade so ein gruseliges Geräusch? Warum kam da gerade so ein gruseliges Geräusch? Das macht... das ist gruselig. Dead Booty. Auf das Bild eines Schlüssels. Ah! Ich erinnere mich an diese Karte. Sie führt zum Hauptschlüssel. Aber wir haben eine Geheimtinte benutzt. Man konnte sie nur über einem Feuer lesen. Und dafür haben wir den Kamin. So, geht das hier weiter? Nein, okay.
Ich glaube, ich habe als Kind hier einen von Winstons Hauptschlüsseln versteckt.